Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder. Und zwar heute wieder ein Commentary. Und ja, Domination Terminal, also Herrschaft. Ich habe die englische Version, beziehungsweise eigentlich die deutsche, aber ich habe das mit einem kleinen Trick, Patch, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, habe ich es mir auf die englische umgeändert. Und ja, wenn ihr das wissen wollt, ich schreibe euch gerne den Link in die Beschreibung, wo ich das her habe. Und ja, hier direkt mal der Javelin Spot, nur leider faile ich. Und Spotlight, der hier mitspielt. Und ja, Spotlight und Burrito spielen mit. Beide aus dem Clan. Und ja, hier faile ich erstmal auf jeden Fall. Heute habe ich ein paar Themen mir aufgeschrieben, über die ich reden würde am liebsten. Und ja, gerne zumindest. Und ich finde, es ist auch relativ wichtig, was Spielen angeht. Und ja, ich habe mir jetzt mal hier mein Trinken hingestellt und Zeug nach einem relativ heißen Tag, kann man sowas immer gebrauchen. Es war zwar heute relativ warm, aber eher so ein schwüles Wetter. Also es ist nicht schwul, sondern schwül. Das ist schon eine richtige Bezeichnung, wenn ihr nicht wisst, was es heißt. Ja, googelt es einfach mal. Und ja, es hat halt noch geregnet, deswegen kam das Ganze bei raus und ja, leider. Und ja, so war das wieder ein Tag, wo man doch am PC spielen konnte und ja, braucht man eh nicht groß viel draußen machen, wenn es regnet. So, jetzt kommen wir aber mal zu meinen Themen. Nämlich, wollte ich mal dieses ganze Setup zum Spielen ansprechen. Ich gehe jetzt erstmal auf die PC-Spieler ein, da ich denke, relativ viele spielen PC. Ich spiele auch PC. Und zwar gibt es da verschiedene Aspekte, nämlich erstmal den Bildschirm, die Tastatur und die Maus, sowohl als auch das Headset. Der Bildschirm, finde ich, spielt eine relativ große Rolle. Ich habe damals erst auf einem 4:3-Bildschirm mit einer geringen Auflösung gespielt, noch so ein altes Kastending. Das war schrecklich. Dann hatte ich einen Laptop, da war der Bildschirm viel zu klein und mittlerweile habe ich jetzt hier meinen 24 Zoll LED-Bildschirm von Samsung, da muss ich sagen, das ist wirklich ein krasser Unterschied. Und by the way, wenn ihr denkt, ich wäre hier unheimlich schlecht, ja, ich bin im Moment noch unheimlich schlecht, aber ich gehe einfach gleich mal auf Nuke, just for fun. Gegen Ende des Spiels, ne, Mitte des Spiels war das. Da packe ich meine Aug dann aus. Davor wollte ich noch auf Clips mit der Inter gehen. Und leider hat das ja alles ein bisschen gefailt. Der Host war zwar relativ gut, aber jo, nichtsdestotrotz, Tuben hindert einen daran, Clips zu bekommen. So, aber weiter auf der Liste. Nämlich Tastatur. Tastatur ist für manche ein wichtiger Punkt, für mich ist es eher unwichtig. Ich habe eine ganz normale Tastatur und mir haben jetzt auch mittlerweile viele gesagt, dass ich mir auch keine neue holen sollte. Ich soll mir lieber eine neue Maus holen und jetzt habe ich mir mal Gedanken drüber gemacht und ich finde, es ist eigentlich wirklich genau das. Man braucht keine gute Tastatur, da man ja eh die ganze Zeit entweder schreibt oder WASD drückt oder mal Pfeiltasten, wenn man mal ein Rennspiel spielt. Und ja, ich denke mal, das kann man mit jeder Standardtastatur machen, wenn man jetzt das nicht haben will, dass die Tasten so sich ganz schwer reindrücken lassen oder wenn man wie bei der Logitech, wie bei allen Logitech-Tastaturen beziehungsweise den Gaming-Tastaturen eben so G-Tasten haben will, programmierbare Tasten, dann denke ich, reicht eine komplette Standard-Tastatur völlig. Aber das ist jedem selber überlassen, ob man da vielleicht nicht auch eine Tastaturbeleuchtung haben will, also dass die Tasten beleuchtet sind, das stelle ich mir schon ziemlich gut vor. Aber es ist, wie gesagt, jedem selber überlassen. Für mich ist es eher unnötig, wenn ich mal Geld übrig habe und es in dem Moment ein bisschen für wichtig empfinde. Übrigens hier Burrito, erstmal Quad mit Javelin. Das wird sich in dem Spiel noch wiederholen und ich werde auch noch einen Quad mit der Javelin machen. Jetzt habe ich nämlich extra die Javelin-Feste rausgeholt, weil er mich jetzt angekotzt hat, weil er einen Quad gemacht hat. Aber ist ja auch egal, werdet ihr alles sehen. Auf jeden Fall weiter im Punkt auf der Liste. Nächster Punkt heißt Maus. Die Maus ist relativ wichtig, finde ich. Ich habe eine Maus, die ist relativ standardmäßig, aber
Ich habe eben meine programmierbaren Tasten, einmal für Jaw Speed. Das ist, man kann das auf dem PC einstellen, wie schnell man sich dreht in eine Richtung. Das ist zum Trickshotten ziemlich gut. Bei den Leuten auf der Xbox und PS3 ist es halt die Sensitivität, die dann mit den Sticks übereingreift. Und ja, da ich eh nicht mehr Trickshotte, ist es mir eigentlich egal, aber ab und zu mal so ein 360 Cross the Map ist ganz lustig, so NoScope. Und kann man eben als Leftover nehmen für eine Minitage oder eine Episode. Von daher denke ich, ja, er macht hier nochmal ein Triple, die Ratte. Von daher denke ich, passt das voll. Dann habe ich noch einen zum Waffe wechseln, weil ich keinen Bock habe, immer auf 1 oder 2 zu drücken auf der Tastatur. Und jetzt ziehe ich mich auch schon zurück, weil ich Schiss habe, dass ich sterbe. Bei meinem Glück passiert das oft genug. Und ja, also Maus ist schon relativ wichtig, gerade wegen der Schnelligkeit, auch wegen DPI und so. Ich spiele auf einer relativ geringen Mausempfindlichkeit. Ich habe mir das so angewöhnt und ja, ich denke, ich behalte das auch so bei in der nächsten Zeit. Und ja, zum nächsten Punkt, Headset. Also ich hatte erst ein ganz normales Headset, eins von Logitech für 20 Euro. Jo, zur Kommunikation reicht es, ja, klar. Aber wenn man schon so ein bisschen auf Sound spielen will und wirklich taktisch spielt und die Gegner hören will, sollte man sich schon ein anständiges Headset holen, meiner Meinung nach. Ich sag jetzt nicht, dass ihr euch da groß was holen sollt, aber es ist zu empfehlen. Ich hatte erst ein SteelSeries 7H, bei dem ist aber leider das Kabel kaputt gegangen und ja, dann hatte ich auch keine Lust mehr, weil teilweise habe ich gar nichts mehr gehört. Außerdem haben sich die Leute bei mir in Skype immer beschwert, dass ich über normal knister wie sonst was. Es lag halt alles an dem Kabelbruch. Dann hatte ich keine Lust mehr, dann habe ich mir einfach das. Oh, ich habe schon in okay. Dann habe ich mir einfach das SteelSeries Siberia V2 geholt. Meiner Meinung nach ist das sehr gut. Musik hören eignet sich perfekt mit dem Headset. Wenn man spielen will, ist auch alles okay. Es sind beides Stereo-Headsets. Oh, jetzt schreibt mich jemand in Steam an. Einen Moment, hier hat jetzt meine Tastatur. Ja, das war's und ja, Headset ist demnach meiner Meinung nach sehr wichtig. Gerade auch, weil man die Leute in Skype und TS, ich weiß nicht, was ihr da benutzt, hören möchte. Jetzt versau ich mir noch meinen KD, weil ich die ganze Zeit auf Javelin Kills gehe. Aber jetzt mache ich auch. Ne, den Quad mache ich erst später. Ich glaube, jetzt macht Burrito erst ein Triple, genau. Und. Oh, ich mache auch ein Triple, okay. Ist aber auch egal, ich konzentriere mich viel zu sehr auf die Kacke da. Auf das Gameplay, das ist unnötig. Auf jeden Fall, das Headset ist sehr wichtig und ja, damit schließe ich jetzt auch ab. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben PC-Aufnahmen und Konsolenaufnahmen. Ich finde, es unterscheidet sich extrem, weil auf der Konsole kannst du flüssig mit 60 FPS aufnehmen. Wenn du eine Capture Card hast, im Sinne von HDPVR oder anderen Capture Cards, da gibt es sehr viele Alternativen. HDPVR ist eben das gängige und das mitbeste, wenn nicht das Beste. Und ja, auf dem PC ist das Ganze ein bisschen komplizierter, beziehungsweise nicht ganz so billig. Auf der Konsole musst du dir wirklich nur eine Konsole für 250 Euro kaufen. Dann musst du dir das Spiel kaufen, dann bist du bei 300, dann musst du vielleicht, ich weiß nicht, wie das mit Windows Live, mit Microsoft Points und so ist. Ich habe keine Xbox und ja, das musst du noch bezahlen und dann eigentlich nur noch die PVR, das ist eine einmalige Zahlung und damit kannst du auch immer aufnehmen, es wird sich da nichts ändern. Auf dem PC jedoch ist es so, dass du wirklich einen guten PC haben musst. Ich habe jetzt einen PC für knapp 1100 Euro ungefähr und ich kann 2MW2 mit 60 FPS so gut wie immer aufnehmen, aber wirklich auch nur so gut wie immer. Es laggt teilweise schon, gerade bei so Explosionen oder wenn Fraps eine neue Datei erstellt. Das heißt, man hat einen gewissen Nachteil auf dem PC, was Aufnehmen angeht, auf jeden Fall. Und ja,
Dann schließe ich jetzt auch mit den Aufnahmen ab. Und das letzte Thema ist noch PNs und sowas auf YouTube. Wenn ihr mich auf YouTube anschreibt, werde ich wahrscheinlich sofort antworten, wenn ich on gehe auf YouTube, wenn ich gerade auf YouTube bin. Wenn ihr mich jedoch in Steam oder Skype anschreibt, Skype habe ich auf Justice Theater stehen meine Addy, aber ich weiß nicht, ob ich das da lassen werde. Mich haben verdammt viele Leute geaddet und es wird ein bisschen unübersichtlich mittlerweile. Aber ja, in Steam schreiben mich viele an und meinen, ja, wann kommt das und wie machst du das, wie machst du das? Das, ich kann euch nicht immer antworten, das tut mir leid, ich habe auch keine Lust, euch immer zu antworten, das sage ich jetzt auch ganz offen. Ich spiele am Tag schon länger und gerade wenn ich im Spiel bin, werde ich euch nicht antworten, weil ich da gerade spielen will und ja, ich denke mal, das ist eigentlich auch nachvollziehbar und wenn ich nicht in-game bin oder auf abwesend, kann es sein, dass ich euch erst später antworte oder gar nicht. Seid mir bitte nicht sauer, aber es schreiben mich am Tag viele Leute an, sagen es so und ich kann das nicht alles absolvieren, dass ich wirklich jedem antworte und ja, ich hoffe, ihr versteht das. Jo, das Commentary ist jetzt auch zu Ende, das Gameplay ist schon lang zu Ende und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, gebt mir einen Daumen hoch, favorisiert das. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und jo. When it's scared to turn the pages, say you're the writer of the book with a pen in your hand to determine what your fate is. Yeah, we up in here, baby. Ha ha. Dream so long. Yeah. Represent your hood. The show goes on.